Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dungeons 3. Nicht zu verwechseln mit Dungeon Keeper oder Dungeons 2, das habe ich auch mal gespielt. Nee, 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 es ist Dungeons 3. So. Wir gehen jetzt mal straight. Könnten noch ein bisschen was erobern, ne? Das hier zum Beispiel, das machen wir nochmal eben weg hier. Gehen wir hier unten wieder zurück. Dann wäre es die hier kaputt. Genau. Das angreifen. Schuck ihn erstmal links liegen lassen. Dann machen wir den Novizen mal platt. Ist irgendwas anderes? Wir sollten den Sonnentempel erledigen. Vielleicht schaffen wir das auch jetzt in diesem Run. Generationsrat ist mir eigentlich egal. Ein paar mehr Leute. Okay, weiter geht's. Legen wir dieses Dörfchen hier hinten. Oh. Na gut, dann müssen wir die jetzt doch erst erledigen. Das wird schlecht. Vielleicht gehen wir doch noch mal kurz. Weil ich glaube, das überleben wir so schnell nicht. Nee, du kämpfst nicht alleine. Das tötet dich nämlich, mein Kleiner. Du bist nämlich schon Level 5 und checkst das dann nachher nicht. Es sind keine Gurus mehr da. Eigentlich hätte ich das doch viel, viel größer gebaut. Oha. Müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier vielleicht. Ist die Effizienz so niedrig? Verwirrend. Naja. Die anderen sind jetzt alle wieder zurück. Oh, hier ist noch ein Goldhaufen, den wir abbauen können. Machen wir es mal so. Bauen wir das hier nochmal schön aus.
Müssen wir hier gucken. Ist noch so ein Tempelding? Der Sonnenaufgang rückt näher. Ja, aber wir haben jetzt auch einiges geschafft. Wir sind bei 49 Verteidigern. Ich glaube, hier ist noch dieser andere Sonnentempel. Wir erreichen wir von hier aus. Da müssen wir eigentlich diese zerstören. Oder? Ja. Was ist das? Also, wir müssen komplett die Stadt zermalmen. Ja, da waren wir vorhin schon mal. Wir müssen die Stadt zermalmen. Was haben wir vergessen? Also, Stadt zermalmen, was ist es? Erstmal schlafen jetzt alle. Das ist auch wichtig. Der Tag bricht an. Genau, der Tag bricht an. Wo wir die Zeit uns damit ich glaube, die kann ich ja nur aktivieren, oder? Ich habe 5 von 6 Schriftrollen, aber ich check halt nicht, wie ich die. So schaffen. Ach, das sind die Dinger, okay. Das gefällt mir. Das glaube ich. Machen wir mal so eine magische Barriere. Bauen wir die nämlich genau mal da vorne ein. So. Und wo ist sie jetzt? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Tja, keine Ahnung. Komm von rechts. War nicht schlecht. Das hier könnte die ganz schön gut abhalten. Wir machen erst die ganzen Fallen und dann. Dreht sich die von alleine? Jetzt habe ich sie natürlich aktiviert, aber. Kann ich sie nochmal aktivieren? Pfeilhage auf dieser Seite gar nicht. So, jetzt gibt es eine Pfeilhage auf dieser Seite. Wundervoll. Die anderen ruhen aus. Okay, wir müssen noch 8 Minuten überbrücken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Speichert. Zahltag ist heute nämlich. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.